und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich habe gesehen, dass einige von euch sich in letzter Zeit mal wieder ein FMA im Stall gewünscht haben und deswegen dachte ich mir, nehme ich heute die Kamera mal wieder mit. Ich habe euch nämlich auch vor einiger Zeit gefragt, welches Pferd ihr euch für das nächste FMA wünscht und da haben viele Ruby genannt. Heute gehe ich nämlich auf einen Springlehrgang mit Ruby, das ist ihr erster Springlehrgang und ich dachte, das passt ganz gut und ich nehme euch heute einfach mal mit. Ja, dann würde ich sagen, mache ich mich mal auf den Weg. Da es gerade mal kurz vor 8 ist, stehen die Pferde immer noch in der Box und deswegen hole ich sie jetzt auch direkt raus und bringe sie auf die Weide, da meine Pferde ja tagsüber immer auf der Weide stehen. Diego decke ich vorher noch schnell ein, der hat nämlich leichtes Sommerekzem und ist da sehr empfindlich, was die Insekten angeht, deswegen kriegt er im Sommer auch eine Decke auf der Weide. Die Ruby behalte ich jetzt natürlich noch hier, um die ein bisschen fertig zu machen, denn wir müssen auch schon um 8:45 am Stall da sein, wo wir den Lehrgang haben. Und deswegen habe ich jetzt auch nicht mehr die Boxen gemacht, die mache ich dann einfach nach dem Lehrgang. Es wird nämlich sonst alles ein bisschen knapp mit der Zeit. So, ich habe Ruby jetzt erstmal ordentlich poliert, was wohlgemerkt auch mal wieder nötig war. Und jetzt muss ich nur noch den Hänger einräumen mit ihrem Sattelzeug und dann können wir auch schon los. Und auch auf den Hänger ist sie wirklich super lieb gegangen. Wir hatten dann zeitlang ganz schön Probleme mit, aber ich habe das jetzt so oft mit ihr geübt, dass sie da mittlerweile jetzt echt gar keine Probleme mehr hat. Ja, dann würde ich sagen, Pferd steht im Hänger, Sattelzeug ist eingepackt, jetzt kann's losgehen. Wir sind pünktlich 20 Minuten vor dem Lehrgang angekommen und Ruby ist auch echt super brav aus dem Hänger gegangen. Musik
und ich habe dann noch einmal schnell drüber geputzt und sie dann auch schon aufgesattelt, damit wir dann noch ein bisschen warm reiten können, bevor der Lehrgang stattfindet, weil Ruby ja immer etwas geladen ist vom Reiten, habe ich ein besseres Gefühl, wenn ich sie vorher noch mal ein bisschen abreite. Jetzt werde ich mich erstmal schnell umziehen und dann kann es auch schon losgehen. Und in der Abreiterhalle hat sich auch direkt schon gezeigt, dass es eine gute Idee war, Ruby vorher nochmal zu bewegen, denn sie konnte wirklich gar nicht Schritt gehen, geschweige denn stehen bleiben und war da ziemlich hektisch und hatte extremen Bewegungsdrang. Deswegen bin ich sie dann auch schon relativ schnell ein bisschen getrabt und habe viel mit Stangen gearbeitet, sodass sie ein bisschen was für den Kopf hat, worauf sie sich konzentrieren kann und sich dadurch vielleicht auch auspowern kann und das nicht jetzt gerade im Galopp machen muss. Und das hat eigentlich auch ganz gut funktioniert, obwohl ich diese Spritzigkeit irgendwie an dem Tag nicht wirklich bei ihr rausbekommen habe. Also vielleicht lag es auch am Wetter, aber sie war auf jeden Fall ziemlich gut drauf. Ja, und nach ca. 15 Minuten ging es dann auch schon los. Ich habe als erstes mal mit meiner Trainerin ein bisschen besprochen, was ich so für Probleme mit Ruby habe, was ich gerne verbessern würde. Und sie hat mir dann auch erklärt, was wir heute so vorhaben. Ich habe Ruby dann erstmal ein bisschen mit der Halle bekannt gemacht und habe mir ein bisschen die Sprünge angeguckt. Und währenddessen hat Jenny, die Trainerin, mir auch ein paar Tipps gegeben, wie ich sie am besten lösen kann. Da Ruby am Anfang der Trainingseinheiten sich oft ziemlich festhält und da Schwierigkeiten hat, den Rücken frei zu machen und sich einfach fallen zu lassen. Ich muss sagen, dass Ruby das an dem Tag echt gut gemacht hat. Also wir sind häufig zu dicht gekommen, da sie gerne mal zum Hindernis ziemlich hingezogen ist und es dann natürlich mit dem Absprung etwas knapp wurde. Aber da konnte sie sich immer super retten und hat es echt schön gelöst. Aber natürlich habe ich da auch bei mir einige Fehler, wie man sie noch besser hätte in die Sprünge reinleiten können. Aber deswegen bin ich ja öfter jetzt in letzter Zeit bei solchen Springlehrgängen, um die eben langsam rauszukriegen, weil ich auch weiß, dass da noch nicht alles so optimal ist. Aber trotzdem finde ich, klappt es mittlerweile schon echt gut mit uns beiden. Und ich bin wirklich mega stolz auf sie. Vor allen Dingen auch, weil sie so jung ist und unerfahren im Springen. Dafür macht sie das schon echt toll. Und nach einer halben Stunde Lehrgang bin ich dann auch schon langsam wieder trocken geritten. Meine Trainerin hat mir im Anschluss dann noch ein kleines Feedback gegeben, was mir sehr geholfen hat, indem sie mir gesagt hat, worauf ich in Zukunft auf jeden Fall achten soll, aber auch was gut gelaufen ist. Und wir waren uns beide einig, dass es mir sehr viel geholfen hat und ich werde auf jeden Fall öfter kommen. Ja, dann konnte ich Ruby auch schon wieder absatteln, habe ihr noch die Transportgemaschen reingemacht und dann konntest du auch schon wieder nach Hause gehen.
Und wie ihr seht, habe ich eine neue Hängerkamera. Die ist mega praktisch, weil man kann immer sehen, was hinten im Hänger so passiert. Und das ist auch überhaupt, finde ich, mega interessant, was das Pferd während der Fahrt so macht. So, das war's auch schon mit dem Video. Es ist wieder etwas länger geworden, deswegen halte ich mich jetzt einfach mal kurz. Erstmal vielen Dank fürs Zuschauen und dass ihr bis zum Ende dran geblieben seid. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich habe euch einfach mal ein paar Ausschnitte gemacht, so in mein tägliches Training und was noch alles dazu gehört, wenn man auf einen Lehrgang geht. Die meiste Zeit ist ja gar nicht das Reiten, sondern eher das Ganze drumherum. Mir hat der Tag mega viel gebracht und es hat total Spaß gemacht mit Ruby. Sie hat es wirklich total gut gemacht. Ich bin immer noch positiv überrascht und wenn ihr nochmal so ein Lehrgangsvideo wollt, ich werde da jetzt auf jeden Fall öfter hingehen, dann schreibt mir das gerne in die Kommentare und dann schaue ich mal, ob ich das vielleicht nochmal mache. Es hat auf jeden Fall viel Spaß gemacht. Wenn ihr beim Zuschauen genauso viel Spaß hattet, dann lasst mir doch gerne ein Like, Abo und Kommentar da. Ihr könnt mir auch gerne in die Kommentare schreiben, was ihr sonst noch so für Wünsche für Realistic Roleplays habt. Oder natürlich auch gerne konstruktive Kritik und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Also dann, bis dann!